Rüstungen 2.0. Dieses Schlagwort haben bestimmt schon einige von euch gehört und mit Shadowkeep kommt dieses Update der Rüstungen auf uns zu. Wie dieses funktionieren wird und was genau da auf uns zukommt, zeige ich euch in diesem Video. Das große Rüstungsupdate in Destiny 2 im Zuge von Shadowkeep wird das Gameplay von Destiny 2 grundlegend verändern. Bungie hat bereits angekündigt, dass Destiny viel mehr in Richtung RPG gehen wird und deswegen werden auch immer wieder Anpassungen durchgeführt. Einige Anpassungen haben wir schon gesehen, eine größere Anpassung kommt jetzt bei den Rüstungen auf uns zu. Vorab, alle Infos aus diesem Video habe ich aus dem VDOC, Interviews, Reddit und so weiter. Da Shadowkeep noch nicht auf dem Markt ist und wir noch nicht wissen, was genau auf uns zukommt, beziehungsweise da Bungie ja noch vieles ändern kann, sind das reine Spekulationen. Aus meiner Sicht sind die Infos sehr, sehr plausibel und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es anders kommen wird, aber bitte ein bisschen mit Vorsicht genießen die Infos. Wie gesagt, sind Spekulationen, muss nicht unbedingt so kommen. Wollte nur das vorab noch kurz abklären. Wenn einer hier 100% sichere Fakten haben will, dann am besten das Video direkt ausmachen. Wenn das ganze Thema interessiert, bleibt dran, denn es ist sehr, sehr interessant. Erste große Änderung, unsere Rüstung bekommt die Werte Intellekt, Disziplin und Stärke zurück. Warum zurück? Das gab es damals schon in Destiny 1, hat auch wirklich gut funktioniert und ich denke mal, aus diesem Grund wird es Bungie jetzt wieder ins Spiel aufnehmen. Was heißt das jetzt? Unsere Rüstungen bekommen Disziplin, Intellekt und Stärke neben Mobilität, Gesundheitsregeneration und Belastbarkeit als Stats. Dabei ist das Intellekt für die Nachladezeit der Super zuständig, die Disziplin für die Nachladezeit der Granate und die Stärke für die Nachladezeit eures Nahkampfangriffs. Viele von euch denken sich, ja, diese drei Fähigkeiten, Super Nachladezeit, Granatennachladezeit und Nahkampfnachladezeit, können wir eigentlich jetzt schon beeinflussen. Stimmt, können wir mit Hilfe der Mods, aber wir wissen nicht genau, wie es sich verändert. Das heißt, mit Rüstungen 2.0 haben wir einen genauen Wert und können somit viel genauer einschätzen, wie schnell die Nachladezeit unserer Super-Nahkampffähigkeit bzw. der Granate ist. Und ich muss sagen, ich finde das sehr gut, weil wir nun viel besser unseren Charakter anpassen können. Als nächstes ändert sich der Aufbau unserer Rüstung komplett, denn wir können nun mehrere Mods in einen Rüstungsteil einsetzen und somit die Rüstung viel besser auf unsere Bedürfnisse anpassen. Aber wie funktioniert denn das Ganze jetzt? Zunächst hat jede Rüstung ein Energielevel bzw. einen Energiewert. Der Helm im Bild hier hat den Wert 8. Dieser Energiewert gibt uns Auskunft, wie viele Mods wir einsetzen können. Denn alle Mods bekommen auch einen Energiewert. Haben wir also einen Helm mit der Energie von 8, können wir so lange Mods einsetzen, bis diese in Summe 8 Energie verbrauchen. Hier im Bild ist bereits ein Regenerationsmod mit dem Energiewert von 5 eingesetzt. Somit können wir zum Beispiel einen weiteren Mod mit der Energie von 3 einsetzen und erreichen somit den Maximalwert von 8 Energie. Schauen wir uns dann noch die Leiste der Rüstung an, sehen wir, dass oben noch 2 Slots theoretisch frei wären. Ich nehme also stark an, dass die Rüstungen maximal das Energielevel von 10 haben können. Ob wir diese letzten beiden Slots bei diesem Rüstungsteil hier theoretisch freischalten oder freispielen können oder ob der Helm direkt mit 10 Energie droppen muss, ist leider noch unklar, aber da bin ich schon sehr gespannt. Ich nehme aber mal an, dass der Energiewert beim Droppen festgelegt wird, denn sonst wären alle Rüstungsteile im Endeffekt wieder gleich, denn wenn ich eh den Energiewert auf Level 10 hochspielen kann, dann sehe ich keinen Unterschied mehr bei den verschiedenen Rüstungen.
Was bei der ganzen Sache mit den Mods-Einsätzen sehr interessant und ich muss sagen sehr cool ist, ist, dass wir bis zu 4 Mods einsetzen können. Luke Smith hat auch bereits bestätigt, dass man 2 gleiche Mods einsetzen kann. Das heißt, braucht ihr ein besseres Nachladetempo für eure Handfeuerwaffe? Überhaupt kein Problem, setzt einfach 2-mal einen Nachlademod ein, natürlich solange das Energielevel euch das machen lässt. Eine weitere Sache, die bei den Rüstungen neu ist, wir müssen nun endlich nicht mehr entscheiden, wollen wir eine Rüstung, die gut aussieht, oder wollen wir lieber eine Rüstung mit guten Perks? Denn wir können das Aussehen der Rüstung endlich ändern. Das heißt, habt ihr eine Rüstung mit den perfekten Perks, die ihr gerne spielt und möchtet aber eine Raid-Look haben, könnt ihr ganz einfach die Raid-Ornamente auf diese Rüstung draufpacken und somit das Aussehen komplett verändern bzw. genauso anpassen, wie ihr das gerne hättet. Finde ich auch mega cool, denn nun können wir unsere Jäger, Titans und Warlock endlich so aussehen lassen, wie wir auch wollen und zugleich unsere Lieblingsperks spielen. Wie einige von euch wahrscheinlich bemerkt haben, fehlen im Screenshot hier komplett die Rüstungsperks, wie wir sie aus Destiny 2 kennen. Ob diese Perks noch vorhanden sind oder ob das neue Artefakt die Rolle der Perks komplett übernimmt, hat uns Bungie leider noch nicht gesagt. Und beim Stichwort Artefakt sind wir schon beim nächsten Punkt, welcher auf uns zukommt. Das Artefakt ist ein komplett selbstständiger Gegenstand, welcher seasonabhängig ist. Das heißt, er ist nur während der jeweiligen Season aktiv und kann in der nächsten Season nicht mehr verwendet werden. Beziehungsweise mit dem Start der neuen Season wird ein neues Artefakt aktiviert. Von der Seite schade, denn hat man Gefallen in gewissen Perks gefunden, kann man die in der nächsten Season nicht mehr spielen. Von der anderen Seite vielleicht auch nicht schlecht, denn so kann Bungie immer neuen Wind ins Spiel bringen. Doch was macht dieses Artefakt? Das Artefakt ist ein Gegenstand, mit welchem wir unseren Charakter weiter anpassen können. Wir sehen auf dem Bild jede Menge Perks, welche wir im Laufe der Season freischalten bzw. freispielen können. Auf der linken Seite sehen wir die Basis-Perks, zumindest heiße ich sie einfach mal so. Und hier haben wir 5 Spalten sowie 5 Reihen. Bei den Perks des Artefakts haben wir wieder das Energiesystem. Das heißt, jeder Perk konsumiert einen verschiedenen Anteil an Energie. Und ich nehme stark an, dass dieser Energiewert uns Auskunft gibt, wie viele Perks wir einsetzen können. Sehr interessant ist auch die Anordnung der Perks. Links haben wir einfache Perks, die wenig Energie verbrauchen und umso weiter wir nach rechts kommen, umso mächtiger werden die Perks und umso mehr Energie verbrauchen sie. Natürlich können wir nicht einfach nur starke Perks ganz rechts aktivieren, deshalb haben wir ganz unten die Nummerierungsleiste. Diese Nummern geben uns Auskunft, wie viele Perks oder Energie wir aktivieren müssen, um die nächste Spalte freizuschalten. Der Mitarbeiter aus dem VDOC hat uns auch bereits verraten, dass die Perks in der rechten Spalte sehr, sehr mächtig sind und sich schon wie exotische Perks anfühlen. Ich nehme deshalb auch stark an, dass wir von der letzten Spalte immer nur eine Perk aktivieren können, denn 5 exotische Perks zu aktivieren wäre ein bisschen overpowered, nehme ich mal stark an. Auf der rechten Seite haben wir noch weitere Perks. Hier wird vermutet, dass es Perks sind, welche durch gewisse Aktivitäten freigeschaltet werden. Zum Beispiel könnte es sein, dass wir durch den Abschließen des Raids hier einen Raid-spezifischen Perk freischalten und anschließend einsetzen können. Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, ist die Nummer 21 bzw. plus 21 rechts unten. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Zahl Auskunft gibt, um wie viel stärker uns das Artefakt macht. Luke hat uns bereits wissen lassen, dass das Artefakt sehr mächtig sein wird und unsere Power verändert. Ob das nun direkt unser Power-Level steigert, hier um plus 21, oder ob das Artefakt uns mächtiger macht, da wir Zusatzperks einsetzen können? Ist leider noch unklar. Ich finde das aber alles sehr, sehr interessant und bin mir sicher, dass das Artefakt eine sehr, sehr wichtige Rolle in Destiny spielen wird.
Das waren dann eigentlich schon alle Infos zum Thema Rüstungen 2.0 und Artefakt, welche ich bis jetzt herausfinden konnte. Wie gesagt, ein sehr, sehr interessantes Thema, deshalb beschäftigt es mich in letzter Zeit auch sehr. Doch was haltet ihr von den Rüstungen 2.0 und den Änderungen, welche auf uns zukommen? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren, würde mich sehr, sehr interessieren. Ansonsten Abo und Like bitte nicht vergessen, sollte euch mein Content gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Nexo.